Moin Leute, willkommen zurück zu den Account Reviews. Wir sind heute auf dem Account von dem guten Valerion unterwegs, der sich bei mir auf Patreon gemeldet hat und meinte, du musst mir weiterhelfen. Die nächsten Schritte sind nicht so ganz klar, was er jetzt noch machen soll. Er hatte irgendwie schon mal 2 Jahre aktiv gespielt. Der alte Account ist aber irgendwie hops gegangen und jetzt hat er einen neuen Account gestartet mit 126 Tage alt. Das ist schon mal nicht so alt tatsächlich. Und das ist ungefähr so die Länge, die auch mein kleiner Noob Chronicles Account hat. Also kann man die recht gut vergleichen. Und wir sehen, er ist in der Arena schon Gold. Das habe ich bei den Noob Chronicles nicht gemacht, weil ich einfach gar keine Lust hatte darauf, auf den Schmerz. Aber wir werden gleich nochmal sehen. Es ist ihm vielleicht ein bisschen einfacher gelungen, weil das ein oder andere LD-Monster wieder da ist, was dabei helfen kann. Wir sehen auch, wenn wir in den PvE-Content rein stürzen uns, Dungeon-Teams sind grundlegend für die 10er-Etagen da, hat er mir gesagt. Festung der Riese steht zwar im Profil hier mit Abgrundhart, ist aber nicht so richtig stabil. Wundert mich auch nicht, wir gucken dann gleich nochmal auf die Runen und wo du vielleicht dran arbeiten kannst, dass es stabil wird, weil die Runen und alles sind eigentlich da, um den Riesen im Abgrundhart farmen zu können, aber vielleicht nicht in 1 Minute und 8. Drachen, Abgrundhart, funktioniert, hat er gesagt. Das sieht auch gut aus, das Team. Und der Rest ist dann meistens so in den 10er-Etagen wahrscheinlich farmbar. Und wir sehen auch, dass der Raid noch nicht so richtig in diesem wirklichen, sage ich mal, schnellen Teams unterwegs ist. Also ich habe auch noch keinen Bale gesehen, also Balegir, der Imperator an Feuer, der fehlte, glaube ich, auch noch komplett. Oder ich habe mich verguckt. Und wir sehen auch das einzige LD-Net-5, was, glaube ich, auf dem Account ist, Leona. Leona, die hier auch noch öfter mal woanders mit reinbenutzt wird. Ich glaube, im Raid ist sie eher nicht so gut, aber man kann sie auf jeden Fall woanders, wobei im PvE-Content nutzt man sie eigentlich gar nicht, aber in der Weltarena ist sie nicht so schlecht für Turn 2 Runden. Aber das ist für dich wahrscheinlich jetzt noch irrelevant. Grundlegend würde ich jetzt wieder so anfangen, meinen ersten Eindruck von dem Account wieder so ein bisschen darzustellen. Und als zweites gehen wir auf seine Fragen ein, weil die gingen heute nämlich ein bisschen mehr in den PvP-Bereich und natürlich, was die nächsten Schritte jetzt sind beim Farmen und worauf er achten sollte. Und das eine hängt ja so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Dann gucken wir einmal drauf. Also wie gesagt, 126 Tage. Was mir auch aufgefallen ist, und da können wir gemeinsam noch ein bisschen drauf schauen, wenn wir auf die Monsterbox gucken. 126 Tage und schaut euch mal die Menge an Net5s und auch Six-Star-Monstern an, die er hier hat. Ich habe ja parallel auch noch einen Account gespielt, die Noob Chronicles. Ihr kennt es vielleicht, die Anfängerserie hier auf YouTube. Und also da habe ich, glaube ich, nicht ansatzweise so viele Net5s und auch nicht so viele Six-Star-Monster. Also da muss ich wirklich sagen, krass. Aber ich glaube auch, dass er nicht ganz Free-to-Play ist. Ich habe hier eventuell was vom Laster fallen sehen. Aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Ist auch völlig in Ordnung. Wenn das Spiel Spaß macht, dann kann man da sicherlich auch ein bisschen unterstützen. Was mir aufgefallen ist, du hast recht wenig Mana. Und vielleicht sind jetzt deswegen auch so einige Entscheidungen getroffen worden. Wir gucken zuallererst auf die Runenbox, weil die ist mit immer sehr entscheidend. Und ich habe mich mal direkt zuallererst in die Rückkaufoptionen geworfen und habe mir die mal so ein bisschen durchgeklickt. Und jetzt habe ich einige Fragen. Wir gucken mal so ein bisschen durch. Diese Rune hier wurde quasi unangerollt verkauft. Habe ich nicht ganz verstanden. Vor allem, wenn man in Richtung Belagerungskämpfe vielleicht gehen möchte. Kann vielleicht für einen Kupfer eine ziemlich gute Rune sein mit Crit-Rate, Crit-Damage. Oder generell für einen Damage-Dealer. Muss nicht mal für einen Kupfer sein. Hier ist nämlich wenig Defense drauf für Kupfer oder sowas. Aber generell eine Damage-Dealer-Rune, ob die jetzt vom Wächter-Set ist, ist eigentlich egal für deinen Damage-Dealer. Deswegen würde ich die erstmal zurückholen. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter. Ich sehe eine Fokus-Rune mit Crit-Rate und Attack, die beide fast Max-Roll haben. Die hat er einfach so verkauft, ohne anzurollen. Die holen wir auch zurück. Dann sehen wir hier noch so eine Wächter-Rune, die einfach so verkauft worden ist. Gerade für Belagerungskämpfe, wenn du in diesen Belagerungskampf und Weltengegenkampf-Content rein willst, dann verkauf nicht alles, was man vielleicht in der Weltarena verkaufen würde, wo vielleicht kein Speed drauf ist oder was der Gedankengang dabei war, sondern auch so eine langsamen Runensets, die aber langsame Runen, die vielleicht sehr viel HP oder Defense oder sowas mitbringen können, die sind meistens in den Belagerungskämpfen gar nicht so schlecht. Also vielleicht auch als nächster Tipp, ich würde dir zwei verschiedene Wege aufzeigen, die du vielleicht gehen kannst für die Zukunft. Der eine für den PvP-Bereich würde ich dir empfehlen, versuch dich in Belagerungskämpfen weiter zu verbessern. Die Tipps, wie du dich verbesserst, kriegst du gleich noch mit an die Hand, weil der Belagerungskampf ist somit der free-to-playste Content, kann man sagen. Man kann da, wenn man aktiv ist, gut Kristalle wieder reinholen, die man dann wieder gegen Energy eintauscht fürs Farm. Und man kriegt da vielleicht die ein oder andere Rolle raus oder andere Währungen, was auch immer. Und der zweite Weg, den ich dir geben würde, ist eher, in welche Richtung jetzt der Farming-Aufwand gehen sollte. Wir machen mal kurz weiter. Runen zurück. Nemesis aus meiner Sicht auch dabei. 5-Stars verkaufen kann man immer machen. Wenn hier noch Speed drauf ist,
würde ich sie anrollen? Ich meine, die kann ja noch theoretisch 25 Speed am Ende haben. 25 Speed, ich glaube auf Slot 4 so eine Rune. Roll sie an, lass die Chance nicht liegen, aber vielleicht hast du die Rune auch verkauft wegen der Mana-Situation. Kann durchaus sein, bin ich mir jetzt nicht so sicher da. Wir haben hier eine Slot 4 HP. Könnte man vielleicht auch ne, wenn die hoch in Flat-HP reinrollt, könnte das wieder eine Siege-Rune sein, also eine Belagerungskampf-Rune. Noch eine Schild-Rune, die mit HP-Prozent dabei ist, würde ich anrollen für HP. Die ist okay, dass sie weg ist. Hier hast du eine, die ist nicht in Speed gerollt, sondern in Resistance und du verkaufst sie an dem Punkt. Das habe ich nicht verstanden. Du hättest sie mindestens noch einmal mehr aufwerten müssen, um zu gucken, dass Speed auch wirklich nicht kommt, weil die könnte jetzt immer noch 18 Speed und 12 Resistance haben und dann wäre sie wieder eine ziemlich gute Rune für beispielsweise irgendwelche Supports, die man in den, rate mal, Belagerungskämpfen spielen könnte. Deswegen, die kommt zurück, die würde ich wenigstens nochmal aus plus 6 drehen, ob da noch Speed mit weiterrollt oder noch mehr Resistance. Kann auch nicht so schlecht sein. Eine Crit-Damage-Rune mit HP und Defense. Wenn die richtig in Defense ausrastet, hast du vielleicht was von den Defense-basierenden Damage-Dealer. Auch nicht angerollt, nehmen wir zurück. Und jetzt hast du hier angefangen, einige Runen auszusortieren. Wahrscheinlich auch wegen Mana-Problem, vermutlich. Ich weiß es nicht. Die Rune, gut, ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht, wenn die ungegrindet ist, könnte man wahrscheinlich verknusen. Bei der Rune bin ich schon eher zwiegespaltener. Da würde ich eher sagen, Moment, da mal kurz überlegen. Bist du dir sicher, dass du was Besseres hast? Also die hat hier einen Max-Roll, die hat da 4,3% zum Max-Roll. Also die ist ein bisschen über Blau, also ein bisschen besser als Blau. Und wenn du die HP vielleicht noch rausjammst für Crit-Rate, ist das für einen Damage-Dealer eigentlich nicht so bad. Würde ich zumindest sagen. Ich tendenziell würde sagen, für den Account-Zeitpunkt würde ich die noch mitnehmen. Noch. Also später wahrscheinlich schmeißt du die weg, aber so weit bist du wahrscheinlich noch nicht. Meine Vermutung. Und ich sehe jetzt, je mehr ich hier zurückkaufe, umso weniger Mana haben wir dann. Also vermute ich fast, du hast hier einige Runen aufgrund der Mana-Situation, sag ich mal, verkauft. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also da auch so eine Rune hier. 11 Speed, 21 HP, das ist eine gute Rune. Die verkauft man nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann haben wir hier eine. Da hast du, ach, da ist Attack oben drin. Okay, ich verstehe. Nee, dann lassen wir die, die kann man. Aber die hier, das war die, genau. Warum? Warum wird hier eine mit 10 Crit-Rate und 22 Attack verkauft? Auf gar keinen Fall. Die ist richtig gut. Also, nächste Rune. Vielleicht sollten wir nochmal über das Thema Runen sprechen. Du verkaufst hier eine, die 11 Crit-Rate, 10 Speed hat. Die können als Max-Werte, wenn da einmal reingerollt wird, jeweils 12 bekommen. Da bist du da nicht so weit weg von weg. Und du hast hier noch zusätzliche Rolls in HP und Defense kannst du jammen. Also könntest du noch besser jammen die Defense. Das ist auch eine ziemlich solide Support- oder Damage-Dealer-Rune auf Nemesis. Hier ist noch so eine, die du verkauft hast, einfach so. Also du siehst schon, ich werde dir wahrscheinlich einiges noch zurücknehmen müssen. Und dann, ich sehe schon, ich vermute mal, du hast die aus Mana-Problemen alle verkauft, die Runen. Aber die sind ziemlich gut. Die kannst du nicht alle einfach so verkaufen. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, warum hast du Mana-Probleme? Und vielleicht nicht. Ja, vielleicht an den falschen Stellen die Runen aussortiert. Also das ist so ein bisschen, ich würde hier noch weiter reingehen und vielleicht genau nach dem Prinzip, was ich so ein bisschen erläutert oder versucht habe zu erläutern, nochmal durchgehen. Also ich kann dir zumindest für den Rest der Runen nochmal so grundlegend sagen, schmeiß nicht alles weg, weil du hast teilweise richtige Banger weggeworfen. Die würde ich auch nicht wegschmeißen, noch nicht. Und wenn du dich schwer tust und sagst, na, ich weiß nicht, welche ich behalten soll und welche nicht, dann geh immer in den Vergleich mit deinem eigenen Runensets. Und jetzt gerade diese Vampir-Rune, die wir gesehen haben, die hatte 15 Crit-Rate und 11 Speed oder so. Gucken wir mal, hast du was Besseres? Du hast eine, die ist besser und dann hast du Schrott, die kann weg zum Beispiel. Die kann zum Beispiel weg. Und die würde ich tendenziell eher, na, wobei es eine Vampir-Rune, vielleicht könnte man die auch schon verkaufen. Also du hättest eher die beiden hier verkaufen sollen und nicht das andere Zeug, ne? Also immer den Vergleich suchen, bringt diese Rune, die ich dort verkaufe, ein Upgrade für meine aktuelle Runenbox. Ich habe das letztens im Livestream schon mal erzählt. Es bringt nichts, euch mit Topspielern zu vergleichen wie Obabo oder irgendwas, wenn die Runen, die ihr verkauft, euch ein Upgrade geben, dann, nee, die Runen, die ihr verkaufen wollt, euch aber ein Upgrade geben, dann behalten. Also dann behalten. Immer gucken, immer den Vergleich hier, Subeigenschaften filtern und dann gucken die beiden höchsten Subeigenschaften, die so gerollt sind, versuchen zu filtern und gucken, ist das für mich noch ein Upgrade oder eben nicht. Und wenn es kein Upgrade ist, kann man es durchaus wegwerfen. Manche Runen müssen auch kein Upgrade sein und können einfach deine Runenbox in der Breite verbessern, was übrigens für Belagerungskämpfe auch nicht so schlecht ist. Also gerade für Belagerungsspieler, auch wenn man später dann ganz viele Runen immer hin und her tauscht.
ist es gut, da mal eine Rune mehr oder weniger noch zu haben. Hier die nächste Rune, Kritrate. Ja gut, na gut, die ist ein bisschen low gerollt, aber ich bezweifle ganz stark, dass du eine bessere Zornrune aktuell hast. Mit Slot 5, Kritrate 10% und Attack 16. Wollen wir mal gucken? Zorn, Kritrate und Attack. Da ist eine mit 16 Kritrate. Also aus meiner Sicht hätte man die noch weiter behalten können. Warum ist sie weg? Wahrscheinlich aus Mana. Ich tippe mal aus Mana-Problem. Also hier würde ich nochmal zurückgehen und gucken, dass die Runen, die du aktiv, die schon aufgewertet sind, die gehört auch zurück. Warum ist die Klinge-Rune verkauft worden? Also dass gerade die schon aufgewertet sind, hier nochmal wirklich guckst, ob du die wirklich verkaufen willst. Und dann auch alles, was so angerollt ist, also alles, was nicht angerollt ist, was Speed hat, was Prozentwerte hat und oder Crit-Rate hat. Das, also Prozentwerte, die man mit Schleifstein verbessern kann, das ist wichtig. Prozentwerte, die man mit Schleifstein verbessern kann, Speed oder Crit-Rate. Wenn es solche Runen gibt und du hast sie einfach instant verkauft, dann zurück damit und neu aufwerten. Auch wenn die Mana aktuell ein Problem ist, dann würde ich eher gucken, dass du durch deine Runensets durchgehst und nochmal da ein wenig aussortierst. Oder halt ein bisschen mehr farmst. Aber ja, 250.000 Mana ist wirklich closer to the edge geht's quasi nicht. Also du bist momentan, ich weiß gar nicht, warum du so ein riesen Mana-Problem hast. Eine Vermutung, die ich habe, könnte sein, wo man richtig Mana verbrennt, sind Shop-Refreshs. Da, wenn man immer wieder Rollen kauft oder was auch immer, das geht richtig ins Mana. Aber ich bin tatsächlich etwas überrascht über die Mana-Situation. Jetzt haben wir fast 11 Minuten über Mana-Situation gesprochen. Aber das war so, was mir bei den Runen aufgefallen ist. Mir ist auch noch aufgefallen, dass im Riesen und natürlich grundlegend die Runenanzahl, wir sehen sie hier, 326, ist nicht so viel. Also die Runenanzahl ist begrenzt und auch die Anzahl der Tempo- und auch Riesenrunen, weil du ja selber wahrscheinlich auch gesagt hast, nee, Riesen ist noch nicht so weit, ist sehr begrenzt. Wohingegen Drachenruhen häufiger der Fall sind, was allerdings auch gleichzeitig wieder ein Problem ist. Ich habe dir mal für den Abgrund hart, das könnte ein Dungeon-Team sein, was funktioniert für den Abgrund hart. Allerdings dann muss diese Dame hier runter von Gegenangriff und runter von Gewalt, sondern einfach auf Tempo und was weiß ich. Also Hauptsache keine zusätzlichen Multi-Hits. Das ist wichtig. Ja, das ist Hauptsache keine zusätzlichen Multi-Hits. Du könntest sie auch austauschen gegen noch ein anderes Monster, nämlich Belladion, den Inogami in Wind. In Licht, so, Licht-Inogami, der hat nämlich noch weniger Multi-Hits, dann sollte das Team auch funktionieren. Dann kommst du durch den Abgrund hart durch, bei so circa 1,30 im Schnitt. Ist ein bisschen langsam, aber solange du jetzt noch keine wirklich besseren Alternativen und Runen hast, würde ich das erstmal empfehlen, damit du überhaupt Abgrund farmen kannst, wo ja die Dropraten für Legos auch nochmal deutlich besser sind. Ich hätte dazu ja schon mal ein Video gemacht. Abgrundfarm lohnt sich tatsächlich. Abgrundhart hast du ja schon, bist du schon drin, das wird wahrscheinlich funktionieren, wunderbar. Necro nur den 10er Dungeon zu farmen ist auch völlig fein, super, kannst du so lassen. Viel mehr würde ich zu den Dungeons jetzt erstmal nicht machen. Was ich so gesehen habe, mein Tipp wäre tatsächlich der Klassiker Riesenfarm. Das wird dir nämlich auch in den Belagerungskämpfen helfen und darauf gehen wir jetzt so ein bisschen ein und damit auch so ein bisschen deine Fragestellungen für den Belagerungskampf ein wenig angreifen, würde ich sagen. Du hast gesagt, okay, was sind so die nächsten Schritte für den PvE-Bereich, würde ich jetzt erstmal sagen, weiter Riesenfarm und nach sich an den Raid rantasten. Aber momentan würde ich immer noch sagen, du hast noch sehr wenig Runen, mehr Riesenfarm und diese Mana-Situation auflösen, weil, sind wir ehrlich, solange du das Mana-Problem nicht gelöst hast, wird es auch mit Raid-Team bauen wenig, weil das kostet ziemlich viel Mana. Deswegen mehr Riesenfarm aktuell aus meiner Sicht. Und diese Riesenruhen wirst du auch brauchen. Und jetzt ist ja deine Frage gewesen, wie kann ich im Welten-GK und im Belagerungskämpfen besser werden? Grundlegend natürlich vielleicht eine Gilde suchen, ohne jetzt, ich kenne deine Gilde nicht, ich habe keine Ahnung, ob die gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber grundlegend eine Gilde suchen, die dir vielleicht Unterstützung bietet. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber wir haben so einen kleinen Gildenverbund. Die Reis-Pharma-Community und unsere Immensities-Team-Gruppe, wir sind zusammen fusioniert erst in dieser Season und haben da unterschiedlichste Gilden, ich glaube bis zu 5 Stück, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da kannst du gerne mal vorbeischauen bei, wenn du einfach mal nach Immensities-Team suchst oder nach den Reis-Farmern, da findet man sicherlich auch noch was. Ich will jetzt hier nicht abwerben, ich sag nur, dass man wichtig ist, ob es jetzt unsere Gilde ist oder irgendwer anders. Es geht nur darum, dass die Leute auch so ein bisschen Plan haben, was man macht, auch in den Belagerungskämpfen selber. Und das sehe ich, also ich sage das nicht ohne Grund, weil ich hier sehe, du hast einfach 8000 Defenses
Die kannst du nie im Leben ruhen. Die könnte ich nicht mal ruhen, ja. Also du hast viel zu viele Defenses gebaut. Das Ding ist, wenn du so viele Defenses baust, musst du so richtig viel Runenqualität parallel immer wieder zur Verfügung halten. Und das schafft niemand. Also vielleicht die Top, Top, Top-Spieler, aber dann auch nicht auf dem gleichen Niveau, ne? Sondern du willst eigentlich deine Defenses runternehmen auf vielleicht drei Defenses, zwei bis drei Defenses und die dann so gut wie möglich runen. Und wenn ich dir welche empfehlen würde, nach aktueller Sicht und wo du jetzt gerade spielst, würde ich sagen, die ist nicht schlecht, die hier mit Miyang, Cichlid, Liu Mei. Die ist sicherlich jetzt aktuell vielleicht nicht mehr super Meta, aber die reicht für deinen Stand wahrscheinlich immer noch. Man könnte die mit Aeshire hier spielen und dann würde ich noch eine Net 5 Defense machen mit einem LD. Meinetwegen nimmst du das hier mit Leona und dann würde ich hier wahrscheinlich nicht Wusa reinpacken, sondern du hast hier noch eine Gnora. Vielleicht machst du noch Gnora mit rein. Und dann hast du drei Defenses. Reicht. Stopp. Aus. Das ist der Defense-Part. Allerdings sage ich immer, bei Belagerungskämpfen ist es viel wichtiger, nicht in die Defense zu gucken, sondern in die Offense. Und dementsprechend gucken wir jetzt auch in die Offense noch rein. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Du hast auch schon ein paar, der ein oder andere gute Offense, die hier zum Beispiel mit Royd ist nicht schlecht, kann man einsetzen. Du hast ein Kinky, was es auch nochmal einfacher macht. Du hast versucht, eine Defense als Offense zu spielen. Geht manchmal, yo. Aber ich habe dir hier unten mal noch so ein paar Standard-Offense-Teams aufgebaut. Und für diese Teams brauchst du auch diese Riesenruhen, von denen wir gerade gesprochen haben. Der erste Klassiker ist quasi ein Safe Win. Also das erste hier, Deck 12, Traktor, Lulu, Windig, Safe Win. Da kannst du vielleicht, da helfen dir wahrscheinlich ab und an auch die Runen, die du ja sowieso schon aus dem Drachen geholt hast, weil die gerne auch auf Schild, Gegenangriff und sowas unterwegs sind. Das kann man durchaus machen, passt. Jetzt geht es aber bei Deck 13, 14 und 15 eher darum, den Gegner die erste Runde abzunehmen und dann mit Damage auf die Bretter zu schicken. Und das geht einmal mit der Susanoo-Comp hier. Das heißt, du würdest die erste Runde mit Kona Miya ziehen. Kona, das schnellste Swift-Set, was du hast. Und ich habe schon mal geguckt, allzu schnell sind die nicht. Dann gibt Kona die Runde zu Lucian. Und der Susanoo ist eigentlich nur dafür da, für die bessere Speed-Lead für Kona Miya, dass du noch wahrscheinlicher den Gegner outspeedest und mit Lucian dann töten kannst. Und sollte er noch was stehen bleiben, dann ist Susanoo da und wird hoffentlich den Rest dann erledigen. Das ist eine mögliche Offense, mit der du quasi Lucian kannst. Dann eine weitere Offense, sogenannte Doppel-Snipes kommen jetzt. Und jetzt Achtung, ich habe dir diesen Cookie zweimal hier reingestellt. Das ist, glaube ich, immer derselbe. Ich weiß nicht, ob du den zweimal hast, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber du hast hier zwei Monster, einmal so eine Free-to-Play-Offensive mit dem Carcano, mit Kali und mit, es ist Carcano, nein, es ist Covenant. Covenant, Kali und Praline. Du ziehst mit Praline die erste Runde, buffst alle hoch. Das heißt, die kriegen Attack-Buff und Crit-Rate-Buff. Das heißt, der Crit-Rate-Buff sorgt dafür, dass die beiden Damage-Dealer nur auf 70 Crit-Rate müssen. Dafür müssen sie aber schneller sein und dafür brauchst du Swift-Ruhen, um quasi, weil der Praline nicht so viel Angriffsbalken erhöht wie andere Angriffsbalken erhöhe. Aber dafür gibt er Angriffsbuff und Crit-Rate-Buff. Auch nicht schlecht. Das ist momentan so das Go-To-Monster in Belagerungskämpfen, was Doppel-Snipes angeht. Also zwei Monster, die den Gegner mit Defense-Ignore-Fähigkeiten sofort auf die Bretter schicken. Also zwei Gegner. Na, du willst dann quasi die erste Runde ziehen mit dem Praline, gibst dann die Runde an Kali oder Covenant. Also, was heißt die Runde? Die kriegen ja beide dann die Runden, wenn du sie richtig getuned hast. Und die schießen dann jeweils ein Monster raus und dann heißt es 3 gegen 1 danach und dann hast du meistens gewonnen. Und dasselbe Konzept läuft dann auch in Deck 14, dass du hier mit Praline, mit Sonja und auch mit der Eleni das dann in der Net-5-Manier machen kannst. Weil da hast du eigentlich ganz gute Monster, wo du die Snipes benutzen kannst und brauchst aber für diese unteren drei Decks brauchst du gute Riesenruhen. Also vor allem Tempo-Runen müssen da richtig, richtig dabei sein, vor allem für Damage-Dealer. Die habe ich dir mal aufgebaut. Ich war so frech und habe die unteren anderen Offenses, die da alle waren, einfach rausgeschmissen, weil die sahen alle ganz merkwürdig aus. Das sind so mögliche Offense-Varianten, die man spielen kann. Es gibt sicherlich auch noch mehr Alternativen mit Kupfer, Bulldozer, Immensity. Das sind so ganz alte Sachen noch. Aber ich glaube, so aktiv spielt man die jetzt nicht mehr unbedingt. Wenn du später noch ein Leo hast, kann man da noch mitspielen. Du kannst auch manche Offenses, kannst du auch als Defense spielen. Du könntest wahrscheinlich auch was mit Carcano, Miles, mit Carcano, Beta.
plus X noch spielen, vielleicht Vigor Carcano Beta oder sowas, könntest du sicherlich auch als Offense spielen, ist auch eine Defense gleichzeitig bestimmt, geht sicherlich auch. Du kannst vielleicht auch deinen Kinky benutzen für Offenses, weil Kinky auch ein ziemlich ekliges Monster ist. Da ist in der Offense für Belagerungskämpfe eine Menge möglich. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, möchte ich nochmal in die Arena rein, weil du ja auch gesagt hast, zukünftig vielleicht Arena. Ich habe dir mal deine Defense umgestellt, du hattest da irgendeine andere Defense drin mit Leona, mit Kinky, da war noch irgendein anderer Quatsch drin, den Achso, da war noch Shizuka drin, wegen der HP-Lead wahrscheinlich. Den habe ich mal rausgenommen. Die habe ich mal alle rausgenommen. Das einzige Monster, das übrig geblieben war, war Kinky. Und ich habe dir mal ein paar andere Monster daneben gestellt. Das ist einmal Nora, das ist einmal Xingzhe und Triana. Triana ganz wichtig, ganz rechts, weil sie dann mit ihrem Passiv immer die Monster auf der linken Seite protected. Das ist wichtig, als das würde sonst, wenn du sie hier hinstellst, würde das nicht so gut funktionieren. Nora ist vor allem dafür da, Gegner auf den Sack zu gehen, Kinky natürlich auch und Xingzhe. Also du kannst diese, wenn du sie richtig runst, ist das ganz schwer zu luschen oder möglichst gar nicht zu luschen. Und wenn, dann gehst du hier wahrscheinlich mit irgendwelchen speziellen Net 5 Offs rein. Und das schon mal nicht so schlecht, dann kannst du schon mal, du kannst nicht gegen alles verteidigen, aber du kannst damit schon eine Menge Schaden weghalten. Das schon mal nicht so schlecht für die Defense. Das wird die Defense mit Kinky wird dir wahrscheinlich auch das Gold hier gesecured haben. Wobei ich sehe gerade, na doch, vielleicht doch, weil die Verteidigungsrate ist nur 2%, aber du wurdest auch wenig angegriffen, was meistens ein Zeichen dafür ist, dass Leute keinen Bock haben auf deine Defense. Aber es ist auch nur der Goldbereich. Und dann sehe ich hier in der Offense hast du tatsächlich noch die größten Schwächen aus meiner Sicht. Es sei denn, du spielst auch wieder so eine Snipe-Comp. Also das heißt, du könntest auch wieder so wie in den Belagerungskämpfen so eine Doppelsnipe machen, aber da brauchst du halt gute Runen für. Und jetzt gucken wir nochmal auf das Runenniveau. Und wenn ich hier sehe, das könnte so in der Theorie eine Offense sein, die man spielen kann, aber der Triton hat halt nur plus 151, da fehlen halt nochmal locker 40, 50 Speed. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich viel, was da noch fehlt zu einem schnellen Triton. Also Triton will man ja deswegen picken, weil er hohes Base Speed hat und weil man dieses hohe Base Speed mit dem Tempo-Effekt, der ja prozentual auf das Base Speed geht, nochmal ein bisschen mehr zusätzlichen Speed bekommt als andere Monster, die halt nicht dieses hohe Base Speed haben. Das wird sicherlich für den unteren Goldbereich noch alles funktionieren, aber wenn du noch höher kommen willst irgendwann, dann musst du unbedingt an der Riesenrunenqualität arbeiten. Übrigens, selbes Spiel auch hier mit dem Moor, der ist auf dem Qualset auf plus 100. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und ich sehe aber auch, du hast richtig viele Net 5s, aber wir sehen auch die Skill-Up-Situation ist bedenklich niedrig. Also teilweise auch für Moore beispielsweise, der braucht die Skill-Ups. Die zweite Fähigkeit kriegt, glaube ich, eine Aktivierungsrate dazu. Ja. Da habe ich dir jetzt tatsächlich keine Offenses reingestellt, weil ich denke, wir haben jetzt schon so viel gemacht. Belagerungskämpfe aus meiner Sicht der free-to-playste Content, wo du am ehesten auch noch mehr Kristalle rausbekommen kannst, wenn du da aktiv mitspielst. Deswegen habe ich dir das erstmal als erstes empfohlen. Ja, und viel mehr haben wir dann auch, glaube ich, gar nicht mehr. Mehr habe ich mir jetzt dazu nicht mehr aufgeschrieben. Ich glaube, mehr Fragen hattest du auch nicht. Zukünftig Arena, Weltarena. Von Weltarena würde ich erstmal, also wenn du Weltarena spielen willst, dann kann man ja auch durchaus mit den Unterstützungsmonstern ein bisschen zocken und dann gegebenenfalls noch deine Monster mit dazu nehmen, die du halt so haben willst, die vielleicht auch ausgeskillt sind, weil das ist auch eine wichtige Variable in den in der Weltarena. Und ansonsten würde ich sagen, das ist so mein Eindruck vom Account, also grundlegend zusammengefasst, solider Account, recht schnell, viele Monster schon für dieses frische Level noch, also viele Net 5s. Du wirst jetzt das Problem haben, dass du mit den Devil-Monstern nicht hinterherkommst und mit den ganzen Runen für diese ganzen Monster. Mein Tipp, weiter Riesenfarm. Das Team habe ich dir ja schon reingestellt. Wenn es mit Lauren nicht safe ist, schmeiß Bella Dion rein, dann wird's safe. Und damit dann weiter farmen, farmen, farmen und die Mana-Situation lösen. Und wenn du die Mana-Situation gelöst hast, dann kann man auch sicherlich den Raid mal angehen. In dem Sinne, ich sage danke für die Unterstützung auf Patreon und auch für den Content hier auf YouTube, weil ich denke mal, wir werden es auch wieder auf YouTube mit rüberbringen. Und deswegen nochmal an die YouTube-Zuschauer, Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Reviews sehen wollt. In letzter Zeit sind die ja doch recht gut angekommen, habe ich wahrgenommen und dann machen wir einfach mehr davon. In dem Sinne, hau rein, bis dann, ciao.